Hallo Leute und willkommen zu GTA San Andreas. Beim letzten Mal habe ich ja Emmett besucht und ich habe herausgefunden, dass meine Schießkünste hier in diesem Spiel doch über die Zeit ein klein wenig nachgelassen haben. Und noch dazu, ich habe mich beim letzten Mal so angezogen. Ich weiß, es ist jetzt nicht das beste Outfit, was man jetzt zusammenstellen kann. Okay, das sieht doch nur irgendwie interessant aus. Aber naja, das muss irgendwie sein und ignoriert, dass es hier immer wieder mal rumklippt. Was mir klein wenig mehr Sorgen macht, dass ich gerade eben wirklich 12 FPS hatte. Jetzt wieder 19. Was zum Teufel passiert gerade eben hier? Ich glaube, die Mission von Ryder kann man erst am Abend machen, aber ich probiere es jetzt trotzdem. Okay, vielleicht doch nicht. Home Invasion! Ja, für Graves sind sie doch ein bisschen zu klein. Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Ah, God. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you Let waiting for? Go. Look. Macht jetzt wieder die Lächer zu, oder was? Get in, fool. Oh Gott, nicht diese Mission. Ich habe irgendwie gehofft, dass es die Mission mit dem Zug ist, aber... Naja, anscheinend nicht. Park the truck near the house. Okay. Die Kameraperspektive war kurz wirklich komisch. Relax, man. Ain't there yet. Hervorragend! Ein Crash ist dazwischen gekommen. Wirklich wie Originalspiel. Ach Gott, das ist wirklich interessant. Die meisten Crashes kommen ja eigentlich wegen Fraps. Weniger, weil ich so viele Mods drin habe. Und ich sich manchmal schon beißen mit, hier, mit der Story, meine Güte. Park the truck near the house and get the guns before daylight. Meine Güte. Relax, man. We ain't there yet. Right, Carl. That's right. Yeah. Shut up. You can't stop me. Who can? Whatever. Park the truck. Ja, wirklich, dieser Text kam doch schon mal, aber vielen Dank, Spiel, dass jetzt nochmal dieser Text kommt. Weil gelegentlich ist es schon der Fall und ich übertreibe, wenn ich jetzt gelegentlich sag. Oder ich glaube sogar nicht eher untertreiben. Ach egal. Auf jeden Fall, wenn ich damit sagen will, dass diese Texte einfach so schnell verschwinden. Ich meine, da kommt ein ellenlanger Text. Man hat 3 Sekunden, den zu lesen. Also, ja. Leute, bitte nimm die Zeit nicht genau. Ich weiß, dass es schon ein bisschen länger ist, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall. Jetzt heißt es erstmal diese Mission zu erledigen. Oh Mensch, ich freue mich schon richtig auf die. Vor allen Dingen, weil der liebe Ryder hier sein richtiges Potenzial zeigt, wenn man den Typen mal aufweckt. Weil dann verpisst er sich nämlich. Das ist ein klein wenig ein Zufall. Obwohl, ja, kann er nichts daran legen, weil er gerade eben eher was raucht. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard! Shut up! He can't stop me, you buster Carl! Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Ich hatte eine andere Idee. Du gehst rein und I keep a watch. Oh, bevor ich es vergesse. Ah, scheiße, ich habe keine Sprühdose dabei. So, da. You must remain silent at all times. Das weiß ich, Spiel. Hold down the left alt key to sneak. If you make too much noise, you will... Oh Gott, meine Güte. Make sure the noise bar does not reach the... Wo zum Teufel nehme ich jetzt mal der her, meine Güte. Zum Glück wacht er jetzt nicht auf und erschießt uns beide dann. Get safely back to the lockup. Ach, meine ich wahrscheinlich, damit ich soll nicht wirklich jetzt die Polizei alarmieren. Fällt mir kein wenig schwer manchmal. LB got a storage garage down in Seville Boulevard family turf you can use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool.
One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Oh, meine Güte. Man, this is childish. Ja, da gebe ich ihm sogar recht. Also was auch immer er geraucht hat, genommen hat, es scheint bei ihm wirklich Wunder hervorgebracht zu haben. Park the truck inside the lockup. You see, I told you, simple. Ja, weil du nichts erledigt hast. Oh, ich will haben, Buick. Gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Da bin ich mir sicher. You can perform burglaries at night when not... Okay. Many houses can be broken into and goods stolen... Oh! You need to get in this type of van to start a burglary. Okay, load up the van, truck, and then... Leck mich, Spiel. Okay, leck mich. Tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Dass das Wasser aufgeben wird, wenn ich aufhöre, ein Bastard zu sein. Was auch immer er damit meint. Aber ich mag irgendwie dieses Konzept. Weil dann würde er, naja, sterben und ich weiß nicht. Jetzt schon, das wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und nein, Leute, ich habe jetzt damit nichts gespoilert. Also, ich überspringe erstmal diesen Punkt. Weiß nicht warum, aber ich mag irgendwie diesen Wagen. Nämlich, dementsprechend werde ich ihn auch gleich einspeichern. Auch wenn er sich ein klein wenig abartig anhört. Okay, unsichtbare Fahrzeug. Darf ich euch vorstellen, die War Patrol. So ungefähr spawnen auch immer die... okay, War Patrol. Ja, das war hervorragend eingepackt. Ich hätte schon Stirn bekommen. Okay, danke. Ich wollte schon sagen, weil es ist ein klein wenig unfair. Die beschießen mich, weil wir... Oh Gott, die... Die können es einfach nicht sein lassen, die Polizisten, oder? Nein! Get down, boy! Nein! Oh Gott! Wisst was? Es war wunderbar, euch kennengelernt zu haben. Aber ich habe keine Lust, diese M16 auf mein Fahrzeug zu spüren. Geschweige denn auf mich. Okay, ich merke gerade eben, dass die Bremsen leicht für den Arsch sind. Heilige Mutter Gottes. Also solche Sachen sind wirklich jetzt nicht notwendig, weil so oder so kriege ich meine Kicks daraus. Wenn ich Riders sehen darf und glaubt mir eins, das reicht mir manchmal. Bevor ich dieses Fazit jetzt erstmal einspeichere, oh Gott, die ganze kommt echt was dazwischen, speichere ich lieber, weil hin und wieder kommt es ja mal vor, dass gemoddete Fahrzeuge einen Crash bei mir verursachen. Dementsprechend, ja. Natürlich, ich tue mal lieber hier diesen Chrysler raus, weil ich... Oh, kein Röpser. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Klassiker darin. Lincoln Town Car und ein Chevy Bel Air. Spricht da wirklich nichts dagegen. Damn, boy. Was sind das für Kisten? Das will ich merken. Will ich sehen. Okay. Ich habe eigentlich irgendwie fast gedacht, dass es, eigentlich Militärszeug ist. Auch so verrückt, wie sie es anhört, aber ich meine... So verrückt ist es ja jetzt auch nicht, wie ich finde. So, und erstmal hier einspeichern. Oh Gott, diese War Patrol. Hoffentlich kommen die nicht irgendwie mal vor, wenn ich in einer Mission was erledigen will, weil die kann schon klein wenig ziemlich Arschkrampf sein. Und dadurch, dass es mir so viel Spaß gemacht hat mit Ryder, werde ich jetzt wieder eine Mission von ihm machen. Naja, was soll ich sagen, Leute? Ich verfolge gerade eben das Prinzip. Umso schneller der Typ weg ist, umso besser ist es. Catalyst! Hey, Rodham, Gott, diese Mission. Das crasht ihm. What should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Smells good. Glaube ich. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Yeah. Square business, man.
Ich muss ja zugeben, ich dachte eher, dass die Mission, ne? Oh, Carl, mit den Docks. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Ooh. Your train's gonna be there in 5. Okay. Wieder ein Crash. Spricht ja im Endeffekt nichts dagegen, aber ich werde jetzt dann auch erstmal die Cutscene überspringen. Weil, naja, 3/4 davon haben wir jetzt schon gesehen. Drive Ryder's truck to the ammo train. You drive, CJ. Seeing as you missed the driver and all. Mr. Driver. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Yeah. The road. Oh, das war aber knapp. Das war eine Scheiße, das war doch trotzdem knapp. Oh, God Rider. Der wird mich noch töten. Allein schon wegen dem Gemeckere die ganze Zeit. Okay. Hervorragend, wie ich gerade im Tre... Warum bin jetzt ich eigentlich auf einmal das Ziel geworden? Wirklich? Oh nein, ich kann jetzt nicht mehr gebrauchen. Protect the train from the ballast. Oh nein! Every gang in South Central. Man, we gonna smoke those baller assholes. Okay, Spiel, ich verstehe. Oh nein, Munition. Neue, nicht gut. Oh Gott, ich treff keinen Scheiß. Ja. Oh Gott. So Leute, willkommen zurück. Das ist doch erstmal interessant. Jetzt heißt es erstmal, versuchen zu überleben, Part 3. Nevermind, gleich heißt es wohl Mission Part 4. Juhu! Also Leute, nochmal, bis gleich, ich dreh gleich echt durch. Ich habe jetzt einen ganz verrückten Plan, und zwar, ich werde die Typen einfach überfahren. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Spring raus, Ryder, spring raus! Oh, ich habe aus dem Homie überfahren. Spiel, danke. Ich dachte schon wirklich jetzt ein Bug. Komm, treff! Oh, pff. Das war gerade eben Ryder. Okay, nachladen. Also, ja. Ich glaube wirklich, dass ich hier die Tech 9 abbekommen habe, weil die trifft auch immer normalerweise so. Also die normale Waffe davor, soll heißen. Meine Güte. Ich guck einfach, dass ich irgendwie in naher Zukunft ein Sturmgewehr bekomme, weil das kann man wirklich niemand antun. Man trifft gar nichts mehr damit. Damn, what is that? Chill out, fool. We gonna be right behind you. Ryder, rette mich. Das ist ziemlich nice weggesprungen. Sala. Damn, not so hard. That's what she said. Upsi. Nein, ich soll echt damit auf. Komm schon. Ist jetzt besser, danke. Nice throw, fool. Vielen Dank, fool. Okay, das war ein bisschen daneben. Shit, guck einfach, dass es nicht bei deiner Ladefläche in die Luft geht. Oder so. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie die wegschießen. So, komm schon. Nein, jetzt. Was zum... Okay, sehr gut. Ja. Ja, das war gerade wirklich sehr gut von ihm, wie er gerade geschossen hat. Use an A nearby pain spray to lose the crops. Ich glaube, der Typ hätte seine Probleme damit, wenn er nur mit einem SWAT-Typen zu tun hätte. Also, er war jetzt... Der hat die ganze Lackierung abbekommen. Okay, ich sag nichts dagegen. Ich glaube, der Typ ist wahrscheinlich eh schon härteres Zeug gewöhnt.
Jetzt heißt es erstmal nach Krusty zu fahren. Juhu. Hm, wer weiß, vergesst. Oh, okay. Hinten bewegt sich als nichts rum. Upsi. Also, Respekt, wie es eingeräumt hat. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Jetzt lieben sie sich wenigstens wieder. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Ich sag jetzt nichts dazu. Also Leute, das war jetzt erstmal GTA San Andreas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.